Bonjour à tous. Alors, je m'excuse auprès des Romains, mais j'ai été obligé de parler allemand. Dann muss ich jetzt auf Deutsch reden. Auch jetzt, wir werden über diese Crowdfunding sprechen und was wir letztes Jahr gemacht haben, um eine neue Open-Source-Entwicklung zu kaufen. Zuerst ein paar Worte über geoadmin.ca. Wer hat schon map.geo.admin.ca benutzt? Oh, genial. Sehr gut. Die Idee von geoadmin.ca ist einfach, alle Bundesgeodaten zur Verfügung zu stellen. Und es gibt ein Geoinformationsgesetz und dieses Gesetz sagt sehr klar, dass alle Geodaten des Bundes müssen nachgeführt sein, müssen in einer schnellen Weise zu dem Kunden zur Verfügung gestellt. Und das Ergebnis, ein Ergebnis von diesem Gesetz ist diese Geodaten-Viewer, mapgeoadmin.ca. Sie können dort zwar ungefähr mehr als 200 Geodatensätze erreichen, aber unsere Problematik letztes Jahr ist, dass diese Software war einfach alt. Er war schon 5 Jahre alt und im Webbereich 5 Jahre, es ist wie 100 Jahre in anderen Bereichen. Dann mussten wir eine Lösung finden, um diese Software neu zu entwickeln. Die Problematik, es gab auf dem Markt ungefähr keine Software, die wirklich neu war. Es gab viele Ideen mit neuer Technologie, HTML5, WebGL und so weiter. Aber es gab nicht wirklich etwas auf dem Markt. Und auch proprietären Bereich und auch im Open-Source-Bereich gab es keine solche Software. Und dann mussten wir dann trotzdem diese neue Software entwickeln. Unser Kontext auf einer Seite, das ist diese Open Source. Hier, vielleicht kennen Sie diese Open Source Pyramide. Wir haben verschiedene Ebenen in einer Open Source Gruppe, in einer Open Source Community. Wir haben die Benutzer. Alle, die haben schon MapGeoadmin benutzt, sind eigentlich Open Source Benutzer. Wir haben die Contributor, das sind Leute, die manchmal ein paar Code oder ein paar Dokumentation zu einer Open Source Community bringen. Wir haben die Committers, das ist wirklich die Leute, die können Software committen, die können Software schreiben. Und wir haben den Projekt Steering Committee, PSC, und diese Gruppe eigentlich organisiert diese Open Source Community. Und man kann das in 2 Gruppen teilen. Wir haben die Leute, die können eigentlich etwas finanzieren, die sind unten. Wir haben die Gruppe, die können eigentlich etwas entwickeln. Dann die Problematik für uns war, wie kann man diese Leute gruppieren oder wie kann man diese Kapazität benutzen und dann, wie kann man diese Leute organisieren? Weil in einer Open-Source-Community, es ist nicht eine Firma, es sind x Firmen, es sind x Entwickler, einige Entwickler arbeiten allein, sie sind nicht in einer Firma, dann mussten wir versuchen, diese 2 Gruppen zusammenzubringen. Das ist hier geschrieben. Die Gruppierung von den Entwicklern, die Gruppierung von den Founders und dann auch die Beziehung zwischen diesen Gruppen. Innerhalb der Entwickler, innerhalb der Founders und auch zwischen den Entwicklern und den Founders. Dann ist diese Idee von Crowdfunding gekommen und eigentlich hier finden wir dieselbe Problematik. Wir haben eine Gruppe von Personen, die haben einfach Geld und die möchten etwas finanzieren. Und auf der anderen Seite, wir haben eine Gruppe im Softwarebereich von Entwicklern, die können etwas machen. Und Crowdfunding, das ist genau diese Idee, diese Geld von den Founder zu Entwickler zu bringen. Aber, und dann haben wir über dieses Modell ein bisschen weiter gedacht, und dann haben wir eigentlich 2 Modelle im Funding-Bereich überlegt. Zuerst ein Feature-Oriented oder Community-Oriented, ich komme in die Details jetzt. Feature-Oriented, die Idee ist einfach, dass jemand spezifiziert ein Feature, zahlt einen Entwickler, die Feature ist entwickelt und dann es geht in Open-Source-Software. Das ist relativ Standard und es gibt einfach eine Beziehung zwischen der Founder und der Entwickler. Ein anderer Founder kann ein zweites Feature zahlen und das kann man x-mal machen. Vorteil, es ist relativ agile. Es ist relativ effizient für kleine Entwicklung, für Bugfixing. Nachteil, es fehlt Koordination zwischen den Founder, zwischen den Entwicklern. Und für neue Entwicklung, wie in unserem Fall, es war nicht so effizient, weil es fehlt wirklich diese Koordination auf beide Seiten, auf Seite der Founder und auf Seite der Entwickler.
Ein typisches Beispiel, Ubuntu Source. Ihr versucht sogenannte Baker, das sind die Leute, die zahlen, und Entwickler zu verbinden. Und ihr, ein Baker, kann $100 geben, um ein Feature zu korrigieren, zum Beispiel. Der Community-Oriented Modell ist ein bisschen komplizierter. Wir haben immer die Founder auf einer Seite. Und dann diese Founder haben einen Ansprechpartner, das ist ein Open Source Legal Entity oder ein Verein, ein Konsortium, der gruppiert diese Committer. Und die Committer von diesem Verein haben die Möglichkeit, ein Open Source Software zu entwickeln. Vorteil von das ist, dass die Verantwortung der Entwicklung liegt bei der Verein, bei dieser Legal Entity in der Mitte. Die Koordination von den Entwicklern ist auch auf die Seite dieser Legal Entity und das ist sehr effizient für neue Entwicklungen. Nachteil, die Founder müssen eine gemeinsame Idee von dem Werk haben. Man muss eine gemeinsame Feature-List definieren und es braucht auch ein Agreement, ein Konsens auf Seite von dieser Legal Entity. Für Bugfixing oder kleine Neuentwicklung, es ist ein bisschen schwer, weil um diesen Konsensus zu erreichen, es braucht natürlich Zeit und das wäre ein bisschen zu viel. Wir hatten diese drei Challenges. Auf der Entwicklungsseite der Nachteil, der große Nachteil ist, dass es gibt immer den Gefahr, dass ein neuer Feature nicht durch die Community akzeptiert ist. Vielleicht es ist es nicht generisch genug, dann die Open Source Community sagt, nein, diese Feature wollen wir nicht, das ist entwickelt, aber am Ende sind sie, diese Feature ist nicht Teil von der Open Source Code. Und das ist langfristig gar nicht gut für der Founder. Auf der Seite der Community, hier der Vorteil ist, dass die gemeinsame Community akzeptiert die Feature List. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Code langfristig funktioniert, ist viel, viel größer. Auf Seite der Founder, im Feature-Oriented Modell ist es schwierig, diese Feature-List zu koordinieren. Der Founder 1 sagt, ja, ich möchte diese Feature, der Founder 2, ich möchte diese Feature, der Founder 3, diese dritte Feature, aber es gibt keine Koordination zwischen den Founder. Und jeder verlangt sein Feature und nicht der Feature von den anderen. Im Community-Modell, man kann diese gemeinsame Feature-List definieren und es ist auch einfacher nachher zu sagen, okay, wir möchten alles das machen, dann, wenn Sie mit diesem Ziel einverstanden sind, dann können Sie auch Geld geben. Und dann die Beziehung zwischen dieser Gruppe. Im Feature-Oriented Modell eigentlich es gibt keine Beziehung zwischen den Entwicklern. Es ist Firma A, der vielleicht das entwickelt, Firma B, der Feature 2 entwickelt, aber Beziehung zwischen die zwei gibt es eigentlich nicht. Im Community-Oriented Modell, die Entwickler sind eigentlich in dieser Legal Entity, dann sie sind koordiniert. Die Founder im Feature-Oriented Modell haben auch keine Relationships. Ich möchte mein Feature A. Ich zahle für das, aber ich schaue nicht, was der Feature B ist. Im Community-Oriented Modell, man muss diese gemeinsame Feature-List definieren, dann es gibt ein Relationship. Und auf vertraglicher Ebene, im Community-Oriented Modell kann man einen Vertrag zwischen den Founder und dieser Legal Entity machen. Und der letzte Punkt hier ist sehr wichtig. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Vertrag zu machen. Und das Ziel dieses Vertrags ist der komplette Werk. Aber wir finanzieren nur einen Teil von diesem Werk. Aber das verlangt, dass andere Founder auch einen ähnlichen Vertrag haben. Okay, ich habe hier ein paar Vorteile und Nachteile. Sorry, ich komme zurück. Im Feature-Oriented Modell ist es immer ungefähr neutral, aber wir sehen auf die langfristige Sicht, Community-Oriented Modell ist besser, weil es gibt wirklich
dieses gemeinsame Agreement zwischen die Open Source Community. Aber im Gegensatz, im community-orientierten Modell haben wir wenig Kontrolle auf der Open Source Community, weil der legal Entity eigentlich hat diese Kontrolle. Wir haben keine direkte Verbindung eigentlich mit den Entwicklern, wir haben nur eine direkte Verbindung mit dieser sogenannten legal Entity. Wir haben versucht, jetzt diese Crowdfunding-Community-Modell zu benutzen. Und die Geschäftsleitung von Christopo hat letztes Jahr entschieden, 100.000 Schweizer Franken zu geben, wenn eine gemeinsame Summe von 350.000 Franken gefunden sein können. Warum diese Zahl? Weil das war ungefähr die Schätzung von der gemeinsamen Werk. Wir haben dieses Community-Oriented Modell gewählt und innerhalb einer Monate konnten wir mehr als 100 Crowdfunder von sehr kleinen Beiträgen von $10 bis 120.000 Dollar für eine amerikanische Administration und konnten wir 350.000 finden. Das heißt, das Ziel war erreicht, dann konnten wir diese Entwicklungsarbeit starten. Der Prozess ist relativ klar. Zuerst muss man viel diskutieren innerhalb der Founder mit den Entwicklern. Man muss dieses Ziel sehr klar definieren. Diese Feature List muss für alle sehr klar sein. Dann diese einmonat Crowdfunding-Kampagne. Dann Verträge unterschreiben zwischen den Founders und die Open Source Legal Entity. Entwicklung und dann Benutzung. Was haben wir gesehen? Man muss wirklich weltweit denken. Open Source Software sind überall entwickelt. Ein Software wie OpenLayer hat Entwickler im US, im UK, in Schweden, in Deutschland, in Frankreich, in Spain, in Australien. Dann man muss auch die Founder dort holen gehen, weil es gibt auch Benutzer überall. Man muss viel mit der Open Source Community diskutieren. Es ist wirklich eine aktive Arbeit. Direkt an Personalkontakt sind sehr effizient. Große Beiträge kann man bei Unternehmen oder bei Administration finden, aber die kleinen Beiträge von $10 sind auch sehr wichtig, weil sie zeigen, dass die Open Source Community ist mit der Idee auch einverstanden. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Was sind die Nachteile? Zuerst diese Problematik, dass eigentlich eine Open Source Community ist keine legal Entity. Die Open Source Community muss sich als Verein definieren oder als Konsortium definieren. Und zweites Problem, es gibt wirklich ein rechtliches Problem, die verschiedenen Beiträge von jedem Founder zu verknüpfen. Weil wir hatten Beiträge von UK, von Deutschland, von US, von Frankreich, von Spain. Dann wie kann man verträglich sagen, dass die 100.000 von Swissdoco sind mit den 50.000 von Ordnance Survey in UK. Das ist einfach nicht möglich, das ist mehr eine Frage von Vertrauen als von Recht. In unserem Fall, um eine Art Workaround zu machen, haben wir einen Forschungsvertrag mit den Legal Entity gemacht. Weil viele Aspekte der Forschungsvertrag stimmen mit einem solchen Werk. Eigentlich, wir waren nicht sicher von das Ergebnis. Es war komplett neu, es war nie gemacht. Dann könnten wir sagen, rechtlich, dass es ist eine Art Forschung. Ergebnis ist das, eine neue, komplette neue Librarie, der ist jetzt zur Verfügung. Von unserer Perspektive, wir werden im Oktober eine komplette neue Version machen. Wir sind ziemlich sicher, dass die langfristige Wartung von dieser Software ist gewährleistet. Wir haben relativ wenig bezahlt, ein Viertel von dem Werk. Und jetzt, man muss kostenbewusst denken, das sagt mein Chef. Und alle anderen Kantone, Gemeinde, alle anderen Partner können auch von diesem Werk profitieren. Es ist Open Source, es ist erreichbar.
Und das ist eine Preview von der zukünftigen Version und das werden Sie im Oktober online sehen können. Voilà, danke.